Leute, heute geht es um eine Substanz, von der wir beide nicht so wirklich viel bisher gehört haben, wenn ich ehrlich bin, ich habe davon noch nie gehört. Es geht eigentlich mehr um eine ganze Gruppe an Wirkstoffen, die aus dem Kratombaum herausgewonnen werden. Und deshalb geht es um Kratom. Kratom. I don't know how to pronounce it. Ja, gute Frage. Kratom oder so. Aber der botanische Name dieses Baumes lautet Mitragyna speciosa. Und was diese Wirkstoffe mit uns so machen, wie sie wirken und ob man das Zeug hier überhaupt kaufen kann und wenn, ob man das sollte. Let's go. Leute, das ist Marcel und ich bin Timo. Moin. Willkommen zu einer neuen Folge MTMA. Wir beide, wir sind seit über 10 Jahren Ärzte, seit über 2 Jahren machen wir gemeinsam unseren YouTube-Kanal. Und bei uns gibt es alltagsrelevante medizinische Themen. Jeden Donnerstag, 18 Uhr, nur für euch, gern geschehen. Ja, also ist eigentlich auch scheißegal, wie man sagt, Kratom oder Kratom. Leg einfach mal los. Unterschiedliche Quellen ordnen Kratom unterschiedlich ein. Manche bezeichnen es als Nahrungsergänzungsmittel, andere, also medizinisch wirklich relevante Quellen, bezeichnen es eindeutig als Droge. Das ist jetzt nicht so richtig verwunderlich und auch leicht erklärbar, da diese Gruppe an Wirkstoffen direkt an die Opioidrezeptoren in unserem Gehirn andocken können und so ihre Wirkung entfalten können. Und somit gehört es also zu den Opioiden. Nochmal ein kurzer Exkurs. Opioide sind Substanzen, die natürlich sind oder halbsynthetisch oder synthetisch und eben an Opioidrezeptoren binden können. Sie haben also von der Wirkung her morphinartige Eigenschaften, wohingegen Opiate Substanzen sind, die dann tatsächlich aus dem Schlafmond gewonnen werden. Kratom wird aber, wie gerade gesagt, aus Mitragyna speciosa gewonnen und die Wirkstoffe sind Mitragynin, Mitraphyllin und 7-Hydroxymitragynin. Und am Namen erkennt man eigentlich auch schon, dass die sonst nirgendwo vorkommen. Beschrieben wurde dieser Baum das erste Mal Ende des 19. Jahrhunderts von einem holländischen Botaniker. Beheimatet ist die Pflanze in Südostasien, also Thailand, Malaysia, den Philippinen oder auch in Indonesien. Dort pflückt man ganz gerne die Blätter direkt vom Baum in den Mund und kaut darauf rum. So entfaltet Kratom in einer geringen Dosierung, dosiert, eben eine euphorisierende, eher der Müdigkeit entgegengesetzte Wirkung. Das ist aber wirklich nur bei geringer Dosierung so, denn, wie wir gerade geklärt haben, es wirkt morphinähnlich und Morphin, also die Opioide am Opioidrezeptor, wirken eher sedierend, eher entspannend, eher analgetisch, also gegen Schmerzen gerichtet. In der Regel fängt das Ganze an zu wirken nach 5 bis 15 Minuten und hält an für 2 bis 6 Stunden. Man kann aber nicht nur die Blätter kauen, es gibt auch Pulver, Kapseln, Pillen und auch flüssige Zubereitungen. Geraucht wird das Zeug hingegen eher nicht. In Deutschland scheint man sich mit Kratom verhältnismäßig wenig befasst zu haben, vor allem politisch, denn eine Regulierung gibt es noch nicht so wirklich. Die US-amerikanische FDA hingegen hat Kratom eindeutig ihren medizinischen Nutzen abgesprochen und ganz klar gesagt, es gebe keine Belege dafür, dass Kratom sicher und effektiv sei, um irgendwelche Zustände zu behandeln. Stattdessen werden dort immer mehr Fälle mit unerwünschten Nebenwirkungen gemeldet, also Verstopfung, Appetitlosigkeit, Krampfanfälle, Halluzinationen und Verwirrtheit. Auch 50 Todesfälle im Zusammenhang mit Kratom wurden bisher berichtet. Alle anderen Aussagen über positive Wirkungen wie fiebersenkend, entzündungshemmend, antidepressiv konnten in richtigen Studien, auf die wir so zurückgreifen, bisher noch nicht belegt werden. Alle Aussagen diesbezüglich kommen aus der ostasiatischen Volksmedizin. Leute, es sieht alles danach aus, als würde es sich bei Kratom um ein weiteres Rausch- und Betäubungsmittel handeln, ähnlich wie Khat oder Koka. Der Unterschied ist, die beiden letztgenannten, die sind in Deutschland auf der Liste. Die sind verboten. Das sind echt anerkannte Rausch- und Betäubungsmittel. Der Umgang, der Besitz, der Erwerb,
von diesen Substanzen ist damit strafbar. Bei Kratom ist das nicht so. Ich kann das ganz einfach nach einfachem Googlen im Internet bestellen und zwar als Nahrungsergänzungsmittel. Also ein Opioid. Quasi als Lebensmittel. Bullshit. Ist natürlich Quatsch und hier sollte einfach irgendeine Art von Regulierung erfolgen. Das Zeug ist alles andere als brandneu und seit wirklich vielen Jahren hat sich der Sachverständigenausschuss für Betäubungsmittel damit nicht wirklich befasst. Und dabei ist uns persönlich jetzt gar nicht wichtig, dass da ein Verbot ausgesprochen wird. Das ist jetzt eine völlig andere Diskussion. Eine Regulierung ist allein deshalb schon wichtig, weil bisher nur Hersteller und Verkäufer für die Sicherheit des Produktes verantwortlich sind und die können halt auch gut und gerne mal außerhalb der EU sitzen und sich vielleicht nicht so sehr für Sicherheit interessieren. Mit anderen Worten, man kann einfach nicht wissen, was, wovon, wie viel eigentlich da drin ist. Tja, und wenn man nicht weiß, wie viel da drin ist, weiß man auch nicht, ob nicht zu viel davon da drin ist. Und damit hat man eine Wirkung, die man nicht voraussagen kann. Und gerade in Kombination mit Alkohol kann das sich gegenseitig so verstärken, dass, wie bei den anderen Opioiden auch, eine Atemdepression einsetzt. Man wird bewusstlos, man kotzt, man aspiriert, man stirbt. Also, um nochmal auf unsere Eingangsfragen von Marci zurückzukommen, kann man das in Deutschland kaufen? Ja, ziemlich einfach. Zu einfach. Sollte man das einfach so im Internet bestellen? Nein. Viel zu riskant. Nicht dosiert, nicht sicher. Ja, und jetzt habe ich immer Kratom gesagt, du hast Kratom gesagt. Wie man es richtig ausspricht, werden wir wohl nie erfahren. Ja, ich habe auch gehört, dass es noch nicht mal einen Eintrag dazu im Duden gibt. Und deshalb können wir auch Kratom sagen. Kratom. Kratom. Let's call it Kratom. Ja, wir haben schon mal Videos über Opioide gemacht, zum Beispiel Oxycodon. Also wenn ihr da nochmal Bock drauf habt, einfach drauf klicken. Und ansonsten, bleibt gesund. Und wir sehen uns nächsten Donnerstag. Bis nächste Woche. Pötsch. Oh, warum habe ich die scheiße Aufzählung immer? Warum passe ich nicht auf, wenn ich überschreibe?